Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen ein Spiel namens Kraken Academy. Das ist relativ neu, 2021 im September herausgekommen von der Broccoli Games, ein Entwicklerstudio, das in Berlin sitzt. Ein Erstlingswerk von denen. Das Spiel, das hat mich ziemlich gereizt gehabt irgendwie, von der Pixel-Art. Dieses Spiel hat, finde ich, das so relativ ansprechend eigentlich. Und es ist halt auch sehr, sehr verrückt. Ich werde mal ganz kurz vorlesen, was es dazu, was die dazu schreiben. Moment. Die Krakenakademie ist keine normale Schule. Die Kunst AG wird von Geistern bevölkert. An Klettergerüsten treffen sich Kultisten. Und dann gibt es auch noch Kinder. Verspeisende Krokodile. Entlarve gemeinsam mit einem magischen Kraken den Verräter, ein bösartiges Superhirn. Jeder an dieser Schule könnte es sein. Jede Zeitschleife bringt dich der Rettung der Krakenakademie näher. Die Rettung der Welt ist sicherlich ein wichtiges Ziel, aber es warten noch eine Menge anderer Aktivitäten auf dich. Lerne in dieser dreitägigen Zeitschleife den Alltag von Lehrern und Schülern kennen, während du jeden Winkel des Schulgeländes erforscht. Nimm an einer Kostümparty teil, betätige dich als Detektiv und hilf den Hausmeister der Schule dabei, ein Verbrechersyndikat zur Strecke zu bringen. An der Krakenakademie gibt es 4 AGs: Musik, Kunst, Sport und Theater. Tritt der AG für alternative Musik bei und werde Teil der krassesten Rockband der Schule. Lasse deine Kreativität in der Kunst AG freien Lauf und präsentiere deine Werke in einer Ausstellung. Triumphiere in Herausforderungen und werde zum ultimativen Krieger der Sport AG. Die Theater AG mag vor hochnäsigen Wichtigtouren wimmeln, aber man kann nicht alles haben. Wer weiß, vielleicht wärst du sogar zum Star der nächsten extravaganten Aufführung. Was habe ich jetzt gerade mit Lesen? Glücklicherweise kannst du ihnen allen beitreten. Nutze dein magisches Amulett, um dich in jeder Zeitschleife einer anderen AG anzuschließen. Soweit ich weiß, muss man jede AG retten. Oder kann sich retten. Und dann ist er auch gerettet in der nächsten Zeitschleife oder so irgendwie. Ich finde, das hört sich ziemlich lustig an und ziemlich genial an. Von daher würde ich das einfach gerne mal ausprobieren, wie das hier so ist. Wie gesagt, ein Erstlingswerk. Und ich bin jedenfalls mal sehr, sehr gespannt, was uns erwartet. Ich habe jetzt nur mal die ersten 2 Minuten quasi reingeschaut gehabt. Auch mal, um zu sehen, wie gut das ganze Ding läuft. So, in diesem Spiel gibt es Quicktime-Events. Möchtest du sie auf einfach stellen? Du kannst deine Auswahl im Einstellungsmenü jederzeit ändern. Ich würde sagen, ich probiere es mal auf normal. Na, vielleicht, wenn es nicht klappen sollte, machen wir es auf einfach. Aber probieren wir es erstmal auf normal. Ich finde es ja klasse, dass man das jederzeit ändern kann. Und diese Pixel-Optik, die mag ich einfach. Hör auf, dich zu beschweren. Wenn du dich erst eingelebt hast, wird es dir bestimmt gefallen. Versteh einfach nicht, wieso Nadja in den Kohlenclub darf. Da sieht man ja, wer hier das Lieblingskind ist. Das stimmt nicht. Ich liebe euch beide gleich viel. Man kriegt im Leben immer das, was man verdient, Brüderchen. Viel Spaß, meine Süßen. Danke, Mama. Ich werde euch vermissen. Ruf mich vom Telefon der Schule an, sobald du kannst, ja? Tschüss. Tschüss, Mama. Ich wünschte, du wärst auf einer anderen Schule. Das wünschte ich auch. Zumindest werde ich dir hier höchstwahrscheinlich nicht begegnen. Ich bleibe auf dem Gelände der Theater AG. Der Ort, an dem nur die Reichen und Schönen willkommen sind. So ein Primitivling wie du schafft es da niemals hin.
Würde mich nicht wundern, wenn sie hier keine Freunde findet. Das ist also die Kragenakademie. Sah in der Broschüre schöner aus. Warum ist die alles so heruntergekommen und dreckig? Sollte kein vorschnelles Urteil fällen. Vielleicht ist ja doch, ganz nett hier. Der Typ hat mein Handy geklaut. Prügeleien sind auf dem Schulgelände verboten. Kriminelles Gesindel. Ach, du Schande. Ah. Hä? Deine Uniform. Du bist auch in der Musik-AG? Wir müssen uns beeilen. Der Unterricht startet. Jetzt. Komm mit. Was da passiert ist, interessiert sie gar nicht. Scheint hier normal zu sein. Auch, dass wir ein Brokkoli-Mädchen herumrennt. Ja. Das ist auch das, warum ich das Spiel spielen wollte. Das ist einfach ziemlich schräger Humor hier. Und das sieht man ja schon, wie ziemlich schräg der ist. Hauptquest begonnen, erster Tag. Ich möchte an meinem ersten Tag wirklich nicht zu spät kommen. Ich schätze, wir kommen klar. Mann, bist du langsam. Ich schicke dir eine Freundschaftsanfrage auf Krakennet, falls du dich verirrst. Okay, los geht's. Auf Krakennet geaddet Broccoli Girl. Mag Schlagzeug spielen. Mag nicht alter Liebe nachtrauern. Ja, da haben wir jetzt auch unser Ding. Alter 16, 74 cm groß. Schütze. Schlagzeug spielen, alter Liebe nachtrauern, das hatten wir schon. Der Moment, wenn jemand dich sieht und tut, als gäbe es dich nicht. Info, Freunde, 1024, Abonnenten, 324. Und das sind wohl wir hier. Allerdings noch ohne Namen anscheinend, da können wir vielleicht noch einen Namen vergeben, vielleicht später. Es sieht auch aus, als ob wir unser Sternzeichen und so weiter auch irgendwann mal vergeben könnten. Brokkoli Girl folgen, das ist mein erster Tag an der Kragenakademie. Da sollte ich nicht gleich zu spät kommen. Da haben wir noch eine Karte. Ah, und hier geht's zur Musik AG. Ja, okay. Oh, wer bist du? Du willst da rein? Das macht 10.000 Schlottinki. Aber das sind die meine ganzen Ersparnisse der letzten 10 Jahre. Tja, willst du jetzt zur Schule gehen oder nicht? Ja, diskutieren wir mal. So viel bezahle ich ganz bestimmt nicht. Will nicht mal auf diese Schule gehen. Wie du meinst. Lebst du dann also einfach in der freien Natur? Unser Höhlenheini hat bestimmt noch ein Plätzchen für dich in seiner Höhle. Seine Höhle ist bestimmt sauberer als diese Schule. Aber was soll's, einverstanden. Ich habe wohl keine andere Wahl, also zahle ich. Karte der Musik AG, 10.000. Mit dieser Karte hast du Zugang zum Gelände der Musik AG. Ich schätze, die anderen AGs müssen wir dann auch noch so freischalten gegen Geld oder so irgendwie. Könnt ihr mir vorstellen. Pleasure doing business. Eine gute Ausbildung ist unbezahlbar. Und wenn noch was ist, du findest mich südlich vom Markt. Bis dann. Was für eine Abzocke. Status. Mag nicht Konkurrenz. Alter 28, 182 cm groß, Zwillinge, Tattoos und Konkurrenz. Kommt in Sticks Hütte vorbei oder lasst es. Ich finde euch. Freunde 0 und Abonnenten 0. Okay. Der gehört zum Personal. Das ist das Sicherheitssystem der Krakenakademie. Bitte zeig deine Karte der Musik AG, um Zugang zu erhalten. Hier, bitte. Vielen Dank, Zugang gewährt. Wir haben dein Gesicht gescannt und in unsere Datenbank hinterlegt. Das Torsystem wird dich ab sofort automatisch erkennen. Was? Den habe ich nicht zugestimmt. Ja, okay, wir gehen jetzt einfach mal weiter hier. Musik AG.
Ah, da ist auch Pokoligal. Ey, hier lang. Ja, ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Wir folgen dir ja. Ja, drüben. Wir sind fast da. Ja, das sieht alles wirklich ziemlich heruntergekommen aus. Oh Mann, die Lehrerin ist selbst zu spät. Wir hätten uns gar nicht beeilen müssen. Ich habe dich ja noch nie gesehen. Wie heißt du? Eine ganz neue Schule, das bedeutet, ich kann sein, wer ich will. Welcher Name würde mir gefallen? Ah, Ring. Go, 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 go. Gus. So. Aringus. Aringus. Haha. Aringus. Ein bisschen altmodischer Name, oder? Finde ich es eigentlich nicht? Wie auch immer, ich spiele Schlagzeug in der Musik AG. Welches Instrument spielst du? Wir sind bescheiden, oder? Oder sind wir angeberisch? Wir geben an. Also, ich will ja nicht angeben, aber in meiner alten Klasse war ich der beste Keyboard-Spieler. Mir wurde gesagt, wenn ich so weitermache, könnte ich Profi-Musiker werden. Oh, echt? Wir könnten noch wen für unsere Band gebrauchen. Kastadien. Kustadin. Der Junge mit der Brille da drüben spielt Bass. Wenn du mit ihm sprichst, darfst du nicht so interessiert wirken, sonst hört er auch nicht auf zu labern. Wladimir, der Blonde da, ist unser Sänger. Die Mädchen sind alle verrückt nach ihm. Ich nicht. Obwohl er schon verdammt gut aussieht. Simona, das Mädchen mit dem Giraffenhoodie, spielt Gitarre. Sie ist meine allerbeste Freundin. Sie meint nicht immer alles, was sie sagt. Sie ist manchmal etwas... Ja, meine Kleine. Hast du deine Spielkonsole dabei? Wir könnten noch eine Runde Witch Princess Battle spielen, bis die Lehrerin kommt. Wer ist denn der Trottel? Ist das denn euer? Sag nicht, dass der jetzt die frühere Handlangerin vom Kraken ersetzt. Handlangerin vom Kraken? Was soll das bedeuten, Handlanger vom Kraken? Ein erbärmlicher Lakai, der alles macht, was der Kraken verlangt. Nur um nach ein paar Tagen den Laufpass zu kriegen. Psst! Mach ihm doch keine Angst, Simona. Das sind doch alles nur Gerüchte. Also... Wegen der Spielkonsole. Ich habe sie dabei, aber meine Batterien sind fast leer. Ringos, könntest du gucken, ob du hier welche findest? Du solltest eh mal rumgehen und allen Hallo sagen. Hauptquest begonnen. Okay, dann sagen wir mal bei dir Hallo. Hey, Neuer, willst du meinen Fanclub beitreten? Nicht wirklich. Nein, danke. Echt nicht? Du hattest wohl einfach noch nicht genug Gelegenheit, meine perfekten Wangenknochen zu bewundern. Naja. Meld dich, wenn du dich jetzt anders überlegt hast. Flirtet er mit mir? Sein Fanclub mag nicht ignoriert werden. Alter 16. 175 Löwe, sein Fanclub ignorieren. Werdet Mitglied in meinen Fanclub, in der bekommt exklusiven Content. Ach, hier haben wir jetzt auch was. Ach, können wir jetzt auch... Guck mal. Jetzt können wir uns auch unser Profil ein bisschen umstellen. Was wollen wir denn sein? Wir wollen Wassermann sein, glaube ich. Wir mögen... Lampen. Was sind das für komische Sachen? Astronomie. Und wir mögen nicht... Supermärkte, Disco-Kugeln. Augen, Eulen, Züge, Zylinder. Nadia? Okay, Krokodile. Was soll's? Alles klar. Wer bist du? Hey, Neuer. Würdest du sagen, du bist Walker? Was ist Walker? Ja, sind wir?
Ja. Wie schön. Endlich jemand, der seinen Kopf benutzt. Was denkst du also über die großen Limonadenhersteller? Ist nicht zu fassen, dass sie sich in unsere Handys hacken. Die können jede einzelne Nachricht mitlesen. Ist doch verrückt. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist kompletter Unsinn. Du Schlafschaf. Ist vielleicht einfacher, in völliger Ignoranz zu leben. Mag Verschwörungstheorien, mag nicht Schlafschafe. 1762, Wassermann, Verschwörungstheorien, Schlafschafe. Kontrollieren Limonadenkonzerne unseren Verstand? Lest meinen neuen Blogpost und holt euch Antworten. Kragennet.com. Hier stehen verdammt viele Beziehungsratgeber. Du stöberst im Bücherregal herum. Hier ist eine Menge Kram, der nicht in ein Bücherregal gehört. Batterien, jawohl. Gleich ausrüsten. Schon Batterien gefunden? Wenn du sie in dein Inventar aussuchst, kannst du sie in die Hand nehmen und mir dann geben. Okay, also Inventar. Batterien. Ah, und da kann ich es jetzt in die Hand legen. Okay. Alles klar. Ah, und dann laufen wir damit rum. Ja, bitte. Passen die? Oh, danke, Aringus. Unglaublich, dass du hier tatsächlich welche gefunden hast. Hast du dich den anderen schon vorgestellt? Nee, dir noch nicht. Sprich mich nicht an, du Pfeife. Geh weg! Mag Giraffen? Ach nee, wirklich? Mag nicht dich. Skorpion, Alter 15. Ich bin nur wegen Brokkoli-Girl hier. Bitte addet mich nicht. Setzen! Alle! Boah, die sieht aber übel aus. Ich bin Frau Petrova und ich dulde in meinem Unterricht keine Faulpelze. Mag Opern, mag nicht Spaß. Löwe, ehemaliger Star der Grand Opera. Wer nicht alles gibt, kommt in den Wald. Und glaub mir, ich erkenne einen Faulpelz, wenn ich einen sehe. Ihr seht mir wie ein ganzer Haufen Faulpelze aus. Krass. Ich war früher Opernsängerin auf großen Bühnen. Und jetzt habe ich hier einen Haufen Taugenichts am Hals. Ich hatte früher mal eine Schülerin, die war genauso faul wie ihr. Sie ließ sich einfach nicht belehren, also haben wir sie in die Wälder gejagt. Seitdem hat sie keiner mehr gesehen. Es heißt, sie hätte sich den Bären dort angeschlossen. Ihr wollt doch wohl nicht das gleiche erleben. Okay, Kinder, dann wird es jetzt wohl Zeit für eine Klassenarbeit, um herauszufinden, wer von euch in den Wald gehört. Mich interessiert besonders, wie unser Neuankömmling hier abschneidet. Ist er ein Faulpelz? Das ist mein erster Tag und schon wird mir damit gedroht, dass man mich im Wald aussetzt? Ich wette, meiner Schwester geht es besser. Erste Frage. In welcher Tonart hat Beethoven seine Klaviersonate Nummer 13 komponiert? Durch das Spielen eines Minispiels kannst du den Ausgang einer Unterhaltung beeinflussen. Hol dir genug Punkte, um die Anzeige unten zu füllen. Die kleinen Kreise oben geben an, wie oft du das Minispiel spielen musst. Drücke X, das ist das ja, wenn der Zielpunkt sich in der Mitte der Balken befindet. Ah. Wow. Ich tippe mal auf Estor? Korrekt. Nächste Frage. Wie hieß Mozarts Lieblingsente? Bitte was? Entchen? Das ist korrekt. Letzte Frage. Was waren die letzten Worte meines Ehemanns, ehe er mich verließ? Weiß nicht. Vielleicht hat er gar nichts gesagt. Korrekt. Er hat mir einfach ein Peace-Zeichen gezeigt und ist auf und davon. Sehr gut. Hier ist eine Belohnung. 100 Flaschen. Gib nicht alles auf einmal aus. Frau Petrova? Ich habe Ihnen wiederholt verboten, wieder herzukommen. Raus mit Ihnen. Frau Petrova zischt. Tut mir leid. Frau Petrova ist etwas speziell.
Sie wurde vor 20 Jahren gefeuert, aber sie kommt immer wieder, um zu unterrichten. Schräg. Ich bin Frau Markova und werde euch in Musiktheorie unterrichten. Mein Schlafrhythmus ist am Wochenende völlig durcheinander geraten. Ich bin es gewohnt, bis mittags zu schlafen. Also mache ich jetzt einfach ein Nickerchen und ihr macht ein paar Übungen auf den Zetteln da, ja? Im Ernst? Nicht so laut, Giraffenmädchen. Oh, du hast mich noch gar nicht laut werden hören. Soll ich mal zu dir rüberkommen und laut sein? Simona! Psst! Wie soll ich denn dabei schlafen? Simona! Hey, Brokkoli Girl? Ja? Frau Petrova hat mir diese Flaschen gegeben. Was soll ich denn damit anfangen? Oh, ach ja, du bist ja neu hier. Vor dem Klassenzimmer steht ein Pfandautomat. Da kannst du sie abgeben und kriegst ein paar Schlotinki dafür. Und tust gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt. Die Schule hat sich das überlegt, weil hier früher so viel Plastikmüll herumlag. Du meinst, es war früher noch schlimmer? Ja, viel schlimmer. Jetzt ist es doch schön aufgeräumt und sauber. Ja. Ja, du kannst diesen Baseballschläger haben. Ein Baseballschläger? Baseballschläger wurde zum Inventar hinzugefügt. Damit kriegst du die Spinde und Mülltonnen klein und kannst noch mehr Flaschen finden. Okay. Okay. Hauptquest begonnen. Blau machen. Die Stunde bei Frau Markova war öde geworden. Ich bin froh, dass Brokkoli mich Girl mich in der Schule herumführen will. Perfekt. Ich werde einfach eine Runde zocken. Diese Schule ist eine Katastrophe. Ich glaube nicht, dass ich irgendetwas gelernt habe, seitdem ich an dieser Schule bin. Das ist der Pfandautomat, richtig? Hey, ich bin der Pfandautomat 500. Möchtest du deine Flaschen abgeben? Hey, Pfandautomat. Eine Pfandflasche in Ehren kann niemand verwehren. Das funktioniert wohl nicht richtig. Möchtest du deine Flaschen abgeben? Pfand wird berechnet. Du hast 100 Flaschen abgegeben und dafür 100 Schlotinki erhalten. Danke, dass du hilfst, die Umwelt sauber zu halten. Das war schon eine Hauptquest beendet. Super. Komm, ich zeig dir unser Zimmer. Haben wir nicht gerade Unterricht? Ach komm schon, die merkt doch gar nicht, dass wir weg sind. Ja, okay, wir folgen mal. Aringos, die Zimmer sind hier drüben. Wo bist du jetzt? Bist du jetzt hier reingegangen? Und wie ist es mit den, Kann ich irgendwie nicht ausrüsten? Keine Ahnung, wie ich den benutzen kann. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Das hier ist deines. Ist ein bisschen leer. Das sollten wir ändern. Hier ist ein kleines Willkommensgeschenk. Oh, wir kriegen ein Bett. Yay. Brauchst du das nicht selbst? Nee, passt schon. Ich benutze keine Betten mehr. Ich schlafe jetzt lieber in der Erde. Na los, stell es in dein Zimmer auf. Okay, wie machen wir das? Zimmer dekorieren. X drücken. Ein Bett. Da haben wir das hier. Ja. Perfekt. Jetzt sieht es nicht mehr ganz so deprimierend aus. Boba Todorka verkauft auf dem Markt jede Menge Sachen für dein Zimmer. Du solltest unbedingt mal bei ihr vorbeischauen. Übermorgen gibt es diese super coole Kostümparty in diesen verlassenen Wohnräumen. Mein Ex kommt auch. Ein Problem darstellt. Aber ich werde versuchen, nicht allzu viel zu weinen. Die ganze Musik-AG wird da sein. Und wir haben auch einen Auftritt. Du musst unbedingt kommen. Naja, auf jeden Fall. Das klingt gut. Oh, aber ich habe kein Kostüm. Ah, du könntest am Teich gucken gehen. Da schmeißen die Leute ständig ihren Krempel weg. Vielleicht liegt da was rum, das du nehmen kannst.
Nimm den Ausgang im Südwesten des Hauptplatzes. Guck auf deine Karte, wenn du dich verlaufen hast. So, ein Kostüm finden. So, was können wir hier eigentlich machen? Also Bett haben wir ja. Entweder keins, das hier. Oder noch zwei gesperrte. Schreibtisch. Gibt's auch drei Stück. Teppich. Poster. Diverses. Und die Wand können wir anscheinend umdekorieren. Nehmen wir das hier mal. Alles klar. Wann wird eigentlich hier gespeichert? Das ist eine gute Frage. Ah. Aha. So kriegen wir auf jeden Fall Zeug. Ausgerüstet werden muss es nicht. Okay. Ich frage mich, ob er jetzt hier speichert. Ich weiß es nicht. Ich würde aber sagen, hier machen wir trotzdem mal die, enden wir trotzdem mal die Folge. 24 Minuten haben wir schon. Und schauen uns beim nächsten Mal weiter um. Ja, das Spiel gefällt mir schon. Es hat wirklich sehr, sehr schrägen Humor. Wenn ich es richtig verstanden habe, 3 Tage spielen wir. Dann kommt diese Kostümparty und danach wird alles quasi in einer Zeitschleife zurückgesetzt. Die Frage ist nur, müssen wir dann alles nochmal neu machen? Diese ganzen Gespräche, die wir jetzt hier haben? Oder mit den ganzen Minispielen und alles? Oder ist es dann anders? Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!